Wer hat eigentlich gerade vom Chat? Karamboy? Struggle war wohl kurz im Chat, aber dann lange nicht mehr. Oh, Herr Jecher ist noch mal noch da. Ich hab keine meines besetzten Homies. Karamboy war da. Niemand schaut rein. Karamboy ist immer noch da. Wieso hast du? Ist was passiert? Nö. Ja, wir wissen dann schon, die beiden wissen nicht, wo es geht. Gott, ja, du kannst was wissen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich bist am Ende cool geblieben und das hat's Double Nair! Das ist halt so, wenn du was gegen Leute spielst, die den gleichen Spieler wissen, ist halt teilweise halt einfach die Menschen hier eben. Ich hab mir halt so die ganze Zeit gesagt, Digga, kurz mit so tausend. Das steht an. Und für ihn ist es halt so. Ja, weil du hast doch cool geblieben und er hat immer noch. Nein, ich habe auch. Nee, also ich habe auch super viel. Ja, weißt du? Ich hab's auch super mit. Die anderen spielen auch besser. Ja. Ich habe auch nichts zu tun. Oder sollen wir noch? Weiß ich nicht, aber. Ich kann dann die Sache. Ihr könnt ein Gentleman. Er hat diese Blockade, dass nicht gegen ihn gewinnen kann, oder? Oh, danke für den Follow, ZX. Das ist halt bei sowas super wichtig. Also halt scheißegal, wie du close spielst oder irgendwie, aber wenn du halt... Ich glaube, das ist einfach eine mentale Frage. Und das merkt man auch manchmal so bei Leuten, die schon immer lange gegen jemanden gespielt haben, immer besser waren. Manchmal noch besser gegen jemanden, der schon gegen Besseres gewonnen hat. Ja, ja. Ja, bei mir war es, ich habe mir halt gedacht, okay, ich kann es ruhiger verlieren. Das wäre nicht schlimm. Bei Konz ist halt ein super gutes Spiel. Ja, ich habe mir halt so gesagt, so, okay, aber... Ich gebe mein Bestes und gewinne es trotzdem. Ich weiß also, damals in den Besten gab es auch Blaze, also die beste Peach oder einer der besten. Du bist nicht du, sondern du bist Kumpel. Ich habe super gesehen, man spielt immer Last Team, Last Team und das ist nicht jedes Mal gespielt. Weil genau das gleiche, er wusste, er ist besser, er wusste nicht Crumble und er ist nicht. Und er wurde halt immer Last Team plötzlich so viel besser. Das gehört halt richtig dazu, also die Mental Game ist so wichtig in dem Game. Nice. Das ist auch immer so schlimm. Das ist so schlimm, wenn du richtig Angst hast und zuerst mit diesen Up-Air-Strings kommen. Weil du kannst eigentlich richtig leicht raus, indem du halt einfach gar nicht direkt die Eis. Du willst halt überleben und die Eis rein. Aber immer wenn du rein die Eis, dann hast du noch eine Connect und noch eine und noch eine. Wir machen jetzt eine Runde besser. Das klappt nur, wenn der Gegner wirklich Angst hat. Vor allem in den Prozenten hast du halt. Normalerweise halt. Hast du einen Mixer, wo nie oder ab wir können ja auch mal einen Cursed Weekend. Aber bei dem Prozent ist es halt scheißegal, weil nie würde es so schön, wenn du rein die Eis oder nicht. Und dann liegt es nur auf Angst zu sterben, dass du rein die Eis, aber dann ist es stirbt das. Damit du auf erster Platz bist, ich will mal. Genau, für eine Woche. Heute kann man schön Geld gewinnen. Ja, ich weiß. 14 Euro. Oh, verrückt. Dann ist es 11 Euro plus insgesamt. Zeig dir mal den Graph. Aber Auf wen hättest du Bock, mal auf Geldmann zu spielen? Oder? Ich habe noch nie gegen Geldmann gespielt. Also wäre schon geiler, aber ich glaube, gegen Konzi wird es wahrscheinlich interessanter. Ja. Also no shot, aber Konzi ist halt... Konzi hat doch gar keinen Set geholt, ne? Hm? Konzi hat doch gar keinen Set geholt. Gegen mich? Ja. Nee. Also wir haben auch noch nie oft gespielt. Also, halt nur in Berlin. Oh! Ja, also, oh. Wir haben legitim nur das letzte Jedo gespielt und das Online-Jedo, das eine. Und das 100. Nee, der 101. Nee. Ja, das war da, wo ich da war, das eine Mal. Du warst hier. Schon, glaube ich, mehrmals drin, oder? Nee, ich war einmal hier bisher. Da habe ich 2 Sets gewonnen und das andere Mal war so ein Online-Jedo, da habe ich auch nochmal 2 Sets gewonnen.
Hat er auch eins geholt da beim Online-Video? Ich weiß gar nicht. Also Konzi und ich haben Legitim noch nicht oft gespielt. Lokal nur beim letzten Jedo. Bei Arcadia mussten wir gar nicht gegeneinander. Ja, also Legitim habe ich eigentlich nur drei Sets gespielt. Heute und beim letzten Jedo. Jedo 101, ne? Vorletzt. Nee, Jedo 101, ja. Das ist der erste in dem Jahr. Ich meine, das kam halt Legitim einfach nicht dazu. Selbst wenn wir auf dem gleichen Turnier waren, so sollte es einfach nicht sein. Hast du jetzt hier gewonnen gegen Konsti? Ja, ja. Okay. Knapp war das nie, oder? Hm? Das war schon knapp. Doch, keine Ahnung, gegen Konsti ist halt schon immer knapp. 3-2 war das letzte. Aber ich glaube, ich letztens schon Grand Final war 3-2. Ja, ja. Ich glaube, ich habe ihn auch Reverse man sieht, auch wieder. Man sieht halt richtig gut die Stats hier beim Grand Final. Ich glaube, beim letzten Jedo, im Grand, habe ich stand auch 2-0 vorne und ich habe es noch geholt. Ich hab das letzte auch noch in einem Downgrade. Ist das schon vorbei? Ja, das ist schon fein.